Seit einem Dreivierteljahr sind Nadja und Leon jetzt Offizieranwärter bei der Marine. Nach den ersten Übungen zur Brandbekämpfung an Bord eines Schiffes und der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger warten jetzt neue Herausforderungen auf die jungen Soldaten. Mit der Gorch Fock, dem Segelschulschiff der Marine, geht es 8 Wochen lang über den Atlantik. In Santa Cruz auf Teneriffa findet die sogenannte Segelvorausbildung der Kadetten statt. Für die beiden angehenden Offiziere Nadja und Leon der Höhepunkt der Ausbildung. Also in meinem Deck sind wir, glaube ich, um die 20 Personen. Geht auch noch größer. Also es gibt auch noch welche mit, glaube ich, 35 Personen in einem Schlafraum. Ja, und halt in Hängematten. Jeder hat einen kleinen Spind für sich. Und die Privatsphäre wird dann doch deutlich eingeschränkt. Ich habe mich riesig auf die Gorch Fock gefreut. Die Gorch Fock war unter anderem auch ein Grund, warum ich zur Marine gegangen bin, mich dafür entschieden habe, weil ich dieses Segelboot unglaublich schön finde und das jetzt auch miterleben darf. Ist auch total klasse. Es sind jetzt 3 Monate, die ich am Stück weg bin, aber es ist auch eine Herausforderung in einer gewissen Weise, weil ich finde diese 3 Monate auch gut, weil nachher im Einsatz wird es nicht anders sein. Die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Marine, ein Dreimaster mit Tradition. 1958 in Dienst gestellt, werden auf ihr seitdem die Kadetten ausgebildet. Um das 90 Meter lange Schiff zu segeln, braucht der Kapitän an Bord jede Hand. Mehr als 100 Mann sind nötig, die Takelage zu bedienen. Alles von Hand. Obwohl das heutzutage auch einfacher ginge, erfüllt die Ausbildung einen wichtigen Zweck. Es geht zum einen darum, natürlich seemännisches Basiswissen zu vermitteln. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger zweiter Aspekt. Und dafür ist dieses Segelschulschiff ein tolles Hilfsmittel. Es geht nämlich darum, auch ein bisschen Charakterschulung durchzuführen auf einem solchen Segelschulschiff. Denn die sollen später schließlich Menschen führen und müssen dann auch einschätzen können, wo sind die eigenen Grenzen, wo sind unter Umständen auch die Grenzen der Belastbarkeit für Kameraden, die sie zu führen haben. Und all diese Dinge, wie gesagt, die erklären sich sehr, sehr schnell auf einem solchen Segelschulschiff. An die Steuerbord, an die Steuerbord, also 2 Wochen dauert die Segelvorausbildung auf der Gorch Fock. Dabei lernen die Kadetten alles über die 23 Segel und wie sie mit ihnen arbeiten müssen. Ich darf auf die Royal aufentern, das sind ungefähr 42 Meter. Das ist schon ein starkes Stück, vor allen Dingen für so eine kleine Person wie mich. Es war am Anfang Bauchkribbeln, gerade beim Übersteigen über die Saarling, wo man ein Stück nach hinten dann geneigt ist. Das war schon im ersten Moment ein bisschen komisches Gefühl, aber man hat nach dem zweiten, dritten Aufentern mehr Sicherheit gewonnen und mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr schlimm. Besonderes Augenmerk legen die Ausbilder auf das Auf- und Niederentern von Wanten und Rahen. Das wichtigste persönliche Ausrüstungsteil dabei, der sogenannte Topsgurt, ein Klettergurt mit Karabinern. Damit müssen sich die Soldaten in der Takelage einpicken, also festhaken. Ja, man muss sich schon bewusst sein, dass man hoch ist, dass man sich immer sichert. Wir hatten ja den Zwischenfall vor einigen Jahren und das ist doch immer noch im Hinterkopf, dass man lieber mal einen Schritt mehr macht und eine Sicherung mehr anlegt. Wir machen Selbstsicherung, das heißt, wir sind für uns selber verantwortlich und das nehme ich auch sehr ernst. Neben den klassischen Segelmanövern wie Wende und Halse müssen die Kadetten auch die Notfallübung Boje über Bord beherrschen. Nach einer theoretischen Einweisung müssen Leon, Nadja und die anderen sofort praktisch ran und das Schiff möglichst schnell stoppen. Ziel ist es letztendlich, dass wir das Schiff aufstoppen, wie man hier so schön sehen kann. Wir gehen einmal in den Wind und dann wieder abfallen, dass wir für das Aussetzen unseres Bereitschaftsbootes eine sehr schöne Leeseite haben und damit das Personal nicht gefährden, wenn wir es aussetzen. Dann kann dieses Personal zu dem Mann hinfahren und ihn retten.
Zwischen all den Übungen heißt es für die Kadetten immer wieder lernen, lernen, lernen. Leon ist dabei, die etwa 200 Belegnägel und ihre Standorte auswendig zu lernen. An ihnen sind nämlich sämtliche Taue zum Bedienen der Segel festgemacht. Wenn zum Beispiel schnell irgendwie ein Tampen losgemacht werden muss, dann ist halt wichtig, dass dann der Verantwortliche einfach sagt, du machst jetzt den und den Nagel los, oder der Gording, dies und jenes Fall, die und die Schot muss jetzt irgendwie besetzt werden, dass man dann auch sofort da hinrennen kann und das dann halt losmachen kann. Zehn Sekunden hat Leon jetzt Zeit, dem Ausbilder den jeweils gewünschten Nagel zu zeigen. Die Anforderung ist hoch, er muss nämlich 10 von 10 schaffen. Und er hat es geschafft. Bevor die Kadetten mit der Gorch Fock auf große Fahrt gehen, müssen sie im Hafen die Abschlussprüfung absolvieren. Beim sogenannten Nachtsegel-Exerzieren müssen Nadja, Leon und die anderen beweisen, dass sie alle Handgriffe drauf haben und Wenden, Halsen und Notmanöver sicher beherrschen. Und das unter den Augen des Kommandanten. Als erstes werden die Segel gesetzt. Drei Stunden arbeiten die Kadetten, dann ist es endlich geschafft. Guten Abend, Hauptoffizier 300. Guten Abend, Kapitän. Was ich heute Abend gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Das ist sicherlich vom Ergebnis des Nachtsegelexerzierens eine der besten Leistungen, die ich bisher auf diesem Schiff erlebt habe. Und Sie können mir glauben, das sind einige. Ja, jetzt wurden wir eben gerade als ganze Mannschaft in den höchsten Tönen gelobt. Und da ist man natürlich glücklich und auch stolz drüber. Die Arbeit lief reibungslos, jeder wusste ungefähr, wo er hin musste. Es ging schnell und es hat alles im Team super gearbeitet. Insofern haben wir die Aufgaben schnell abgearbeitet und der Kommandant ist auch sehr begeistert. Heise, heise. Ich schlafe in der Hängematte ziemlich gut. Es gibt da andere Kameraden, die da etwas mehr Probleme haben, gerade mit dem Rücken. Aber ich schlafe da drin wie ein Baby. Ja, geschlafen wie die letzten Tage auch nicht durch auf jeden Fall. Es ist immer noch sehr eng bei uns, aber es wird immer besser. Die Hängematte ist auf jeden Fall sehr bequem. Gleich als erstes das tägliche Ritual. Nach dem Wecken müssen die Kadetten ihre Hängematten zusammengebunden präsentieren. Eine alte Tradition auf der Gorch Fock, denn ursprünglich dienten sie als Rettungsmittel. Die 27 Paletten Lebensmittel, insgesamt 14 Tonnen, nimmt die Gorch Fock an Bord. Das reicht für etwa 2 Wochen. Die Spannung steigt. Ein letztes Mal antreten vor dem Auslaufen. Ich bin sehr gespannt, wie der Körper darauf reagiert, wie sich das auf die Arbeit auswirkt. Und ich freue mich aber auch drauf, weil es, glaube ich, für Körper und Kopf eine ganz neue Herausforderung ist. Also ich hoffe wirklich, einen Sturm zu erleben, auch wenn ich dann ja, kotzend über der Reling hängen werde. Währenddessen werde ich es wahrscheinlich verfluchen, aber danach werde ich mich dann, glaube ich, auch freuen. Also wenn dann 2, 3 Wochen dann vorbei sind und ich dann auf der Fregatte bin oder dann auch irgendwann wieder zu Hause bin, dann habe ich auch was zu erzählen. Und dann endlich, leinenlos, die Gorch Fock nimmt Kurs auf den Atlantik. Von Teneriffa geht es über Portugal bis nach Irland. 2 Monate verbringen Nadja, Leon und die anderen an Bord des Segelschulschiffes. Anschließend geht es fast nahtlos weiter. Nadja und Leon werden auf einer Fregatte weiter ausgebildet. Musik.